Der nächste Punkt heißt schräger Aufprall mit Reibung. Wir behandeln also den Aufprall eines Massenpunktes auf eine waagrechte Wand, die aber jetzt nicht mehr glatt ist, sondern rau. Also schräger Aufprall mit Reibung. Wir nehmen dabei an, dass der Wandreibungskoeffizient wie bei einer coulombschen Reibung μ genannt wird, also eine coulombsche Reibung. Und zwar, weil sich die Masse ja in der Richtung der Ebene bewegt, wie eine Gleitreibung erscheint diese coulombsche Reibung. Eine Gleitreibung, wobei die Reibungskraft ja entgegen der Bewegungsrichtung gerichtet ist. Wenn also das unsere waagrechte Ebene ist, sie fällt mit der x-Achse unseres Koordinatensystems zusammen. Der Massenpunkt trifft hier auf die waagrechte Wand, das ist die lotrechte z-Achse. Der Einfallswinkel, der wieder Alpha, die Einfallgeschwindigkeit V0. Und nun tritt neben der Kraft in der normalen Richtung, in der Z-Richtung, also normal zur schiefen Ebene, zur waagrechten Ebene, auch eine Kraft auf in der Richtung der schiefen Ebene, entgegen der Geschwindigkeit in der X-Richtung. Wir nennen sie Ft. Und diese Kraft Ft nehmen wir an, wie eben bei der coulombschen Reibung, proportional zur Kraft Fn mit dem Proportionalitätsfaktor μ, wobei die Richtung entgegen der Gleitgeschwindigkeit ist. Das ist wichtig, denn solange die Kraft wirkt nur so lange, wie sich die Masse m in der x-Richtung auch bewegt. Richtung entgegen der Gleitgeschwindigkeit, die ja am Anfang das V0 Sinus Alpha ist. Also, wir haben jetzt die Bewegungsgleichung in zwei Richtungen aufzuschreiben. Zunächst einmal in der Z-Richtung, erste Periode, Kompression. Wir bezeichnen das wieder mit der Zeit t größer gleich 0, erste Berührung bis maximale Zusammendrückung in der Z-Richtung. Da lautet jetzt die Bewegungsgleichung mz2-Punkt ist gleich f, also in der positiven Z-Richtung. Einmal integriert gibt das den Impulssatz. Die Änderung des Impulses, der Impuls nachher, das ist ja der Impuls bei der maximalen Zusammendrückung, das ist aber die Geschwindigkeit 0. Also ist nachher 0. Vorher war die Geschwindigkeit negativ, in der negativen Z-Richtung, also minus V0 Cosinus Alpha. Und das Ganze war jetzt gleich dem Integral FdT in dieser Periode von 0 bis tm, und das nennen wir ja S1, das ist der Stoßimpuls S1. Nun schreibe ich gleich die Bewegungsgleichung in der x-Richtung hin, mx2-Punkt ist gleich minus, Sie sehen, die Kraft Ft wirkt ja gegen die x-Richtung und sie ist proportional dem Fn, hier muss ich n anfügen,
minus mu fn. Und wenn ich das jetzt einmal integriere, dann entsteht daraus die Gleichung des Impulses in der x-Richtung, die Änderung des Impulses in der x-Richtung. Das ist das m mal Klammer x-Punkt zur Zeit tm minus x-Punkt zur Zeit 0, das war v0 mal Sinus Alpha, ist gleich minus mu Integral 0 bis tm von dem fn dt, und das war ja das s, also minus mu s1. Das ist das, die Gleichung, die vielleicht bezeichnen wir mit Nummer 1, die Nummer 2. Und jetzt gehen wir zur zweiten Periode. Zweite Periode des Stoßes, die Restitutionsperiode. Hier wird zum Teil wieder rückgängig gemacht, die Deformation. Sie dauert von der maximalen Zusammendrückung bis zum Abheben der Masse. Und die Zeit haben wir T1 genannt. Wiederum in beiden Richtungen angeschrieben. MZ2-Punkt ist wieder der Kraft F normal. Und die Integration liefert Änderung des Impulses, Impuls nachher. Der Impuls nachher, wenn wir die Geschwindigkeit mit V1 bezeichnen, nachher, und den Winkel mit Beta, dann ist der Impuls in der Z-Richtung M mal V1 Cosinus Alpha, nein, pardon, Cosinus Beta, V1 Cosinus Beta minus 0. Weil zur Zeit dm war ja die Geschwindigkeit 0. Und das muss gleich sein s2. Und wenn wir da gleich die Stoßhypothese einführen, dann sagen wir, das ist gleich epsilon mal s1. Das ist die Gleichung Nummer 3. Dazu noch das mx2-Punkt in der zweiten Periode. Das ist minus ft wieder und integriert zum Impulssatz heißt es m mal Geschwindigkeiten in x-Richtung nachher ist v1 Sinus Beta minus vorher war x-Punkt dm und das ist gleich minus μ S2 und S2 ist aber Epsilon S1. Das ist die Gleichung Nummer 4. Das heißt, wir haben jetzt, wenn wir abzählen, haben wir S1 als Unbekannte, V1, Beta und X-Punkt dm. Wir haben also vier Gleichungen für die vier Unbekannten. Und wir könnten also zunächst einmal sagen, aus der Gleichung 1, aus 1 folgt S1, aus der Gleichung 1 folgt S1 ist gleich der gesamte Impuls in der lotrechten Richtung m v0 Cosinus Alpha. Aus der Gleichung 3 habe ich, wenn ich S1 da einsetze, kann ich das m eliminieren. Dann steht hier V1 Cosinus Beta ist gleich Epsilon S1. Epsilon mal V0 mal Cosinus Alpha. Nun nehmen wir die Gleichungen 2 und 4 und addieren sie. Aus 2 und 4
Die werden addiert, weil in der Gleichung 2 das x-Punkt dm positiv drinnen steht und in der Gleichung 4 das x-Punkt dm negativ. Also dann wir eliminieren x-Punkt dm wird eliminiert. Und das bedeutet jetzt m mal Gamma V1 Sinus Beta minus V0 Sinus Alpha. Das ist die Addition der linken Seiten, nicht? Linke Seite und das X-Punkt ist draußen, Gamma geschlossen. Und jetzt die rechten Seiten addiert. Die sind beide negativ. Das μ kann man herausheben. Das S1 auch, minus μ S1 mal 1 plus Epsilon. Und Sie sehen, das ist die gesamte Impulsänderung in der X-Richtung. Gesamte, das ist ja der Impuls quasi nachher. Das ist der Impuls vorher. Und das ist der gesamte Stoßimpuls. Gesamter Stoßimpuls. Also wir haben praktisch in X-Richtung den gesamten Stoß angeschrieben, den Impulssatz. Impulssatz für den gesamten Stoß. Impuls nachher minus Impuls vorher ist gesamter Stoßantrieb. Der gesamte Stoßantrieb ist ja 1 plus Epsilon S1. Und in der Richtung x eben nur der Anteil μ von der Gleitreibung. Stoßantrieb, der gesamte Stoßantrieb. Gesamter Stoßantrieb. Also, wir suchen daraus nun V1 und Beta, die Geschwindigkeit nach dem Stoß und den Abprallwinkel. Wenn man jetzt diese beiden Gleichungen nimmt, nämlich die 2 und 4, und die Gleichung aus 3. Also ich nenne die römisch 1 aus dieser Gleichung mit dem Stern und die Gleichung mit 2 Sternen. Nicht? Aus diesen beiden Gleichungen wird V1 Sinus Beta durch V1 Cosinus Beta gebildet. Also links durch rechts. Wobei ja da die rechte, da noch das gleiche Zeichen gemacht werden könnte. Also wir dividieren die 2-Stern-Gleichung durch 1 Stern. Dann folgt daraus V1 Sinus Beta dividiert durch V1 Cosinus Beta. Und rechts steht Epsilon, rechts steht V0 Sinus Alpha minus μ 1 plus Epsilon mal V0 Cosinus Alpha, wenn man das S1 einsetzt, dividiert durch rechts Epsilon. V0 Cosinus Alpha. Also steht hier links Tangens Beta ist gleich 1 durch Epsilon Tangens Alpha. Das ist genau dasselbe Ergebnis wie
ohne Reibung. Und jetzt kommt der Term mit der Reibung. Minus μ mal 1 plus Epsilon durch Epsilon. Also das ist der Anteil der Gleitreibung. Sie verändert den Winkel Beta. Und aus Stern, wenn man die beiden Gleichungen quadriert und addiert, kriegt man wieder das V heraus. Also quadrieren und addieren. Da steht V1 Sinus Quadrat plus V1 Cosinus Quadrat, also V1 Quadrat ist gleich, weil Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat 1 ist, ist gleich. V0 Quadrat, das kommt auf der rechten Seite überall vor. Dann machen wir eine Klammer. Und dann müssen wir rechts schreiben, Epsilon Quadrat Cosinus Quadrat Alpha plus, auf der Oberseite steht hier Sinus Alpha minus μ mal 1 plus Epsilon mal Cosinus Alpha und das ganze Klammer zum Quadrat und dann noch die eckige Klammer. Damit ist auch die Geschwindigkeit berechnet. Wenn das μ 0 ist, dann kommt die selbe Gleichung heraus wie vorher. Sinus Quadrat plus Epsilon Cosinus Quadrat Alpha. Das Ganze gilt aber nur so lange, als wirklich Reibung auftritt. Und die Reibung tritt nur dann auf, wenn die Geschwindigkeit der Masse m nach rechts vorhanden ist. Das heißt, solange x-Punkt größer als 0 ist. Solange bewegt sich die Masse nach rechts und die Gleittreibungskraft wirkt dann nach links. Wir haben angenommen, dass im gesamten Stoß diese Bedingung erfüllt ist. Das heißt, während des gesamten Stoßes rutscht die Masse nach rechts. Das heißt, die rutscht so lange nach rechts, als der Winkel Beta dann eben einfach größer als 0 ist. Würde sie stecken bleiben während der Bewegung nach rechts, dann würde ja auf einmal der Winkel Beta zu 0 werden und die müsste ja senkrecht in die Höhe springen, die Masse. Also man muss immer darauf achten, dass tatsächlich diese Rutschbedingung während des gesamten Stoßes erfüllt ist. Also Rutschbedingung so müsste erfüllt sein. Erfüllt während des gesamten Stoßes. Während der gesamten Stoßzeit.